Neufolge Virginia. Karin hat dazu nur zu da sagen. Da liegt was auf deinem Bettchen. Vielleicht können wir uns die Akten nochmal angucken. Ich glaube nicht. Wir sind sehr verwirrt. Viele Dinge sind passiert. Wir gucken uns jetzt das Tagebuch von dem verschwundenen jungen Lukas an, dessen Verschwinden wir in der Stadt Kingdom untersuchen, um Folge 1 zusammenzufassen. Aber da ist noch viel mehr passiert. Also guckt sie euch an, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Okay. Das war auch auf der Karte eingezeichnet. Und er hat den Slenderman entdeckt. Guck mal, da. Oh, nee. Und da ist eine Feder übrigens. Da ist eine Feder eingezeichnet. Immer eine Feder aufgesammelt. Okay, also ich kann mir... also der Junge, der Lukas, der verschwunden ist, der war Fan von Weltraumsachen. Und hat gemalt und Alien-Kram gemalt. Alien-Entführung. Eine Höhle, die Air Force Base. Also hat sehr detailliert da irgendwie die Umgebung gemalt. Und da ist eine Höhle. Also ich nehme an, diese Höhle... Und da schläft sie ein? Wie kann sie denn da einschlafen? Wer sind wir gerade? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wer ist das denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich will das nicht weiterspielen. Sie ist so groß. Das ist kein Grusel, das ist nicht mal ein Horrorspiel. Oh, warum hast du das jetzt gesagt? Ja, ich hätte gar nicht drüber nachgedacht. kannst du den Schlüssel da aufheben? Nee. Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Ja, also, naja, vom Körper her sind wir ja einfach wieder sie in der Arbeitsuniform. Ist das einfach ihre Freundin oder sowas? Das ist Diane. Das ist Diane. Jetzt endlich wissen wir es. Ja, das Spiel soll ja... ach, guck mal, hier sammeln sich die Sachen. Also, es ist so ein bisschen unser Hub wahrscheinlich hier, unsere Wohnung. Der Hub. Wow. Wieder ein Schnitt, würde ich mal sagen. Ja. Weil da ist nicht unser Zimmer. Hier ist die Diner-Mitarbeiterin wahrscheinlich, Susan. Aber warum sind die in einem Wohnhaus? Weiß ich nicht. Ich glaub, ist der Typ, den der Junge... Ich glaube, wir träumen einfach gerade wirres Zeug. H. Taft. So wie ich immer. Weiß ich nicht. So, wir können ja mal zur Mutter gehen und mal... Guck mal, der Vater hält mal die Tür zu. Also ich da hinten ist übrigens rot. Das gucken wir uns dann vielleicht auch mal an. Aber jetzt reden wir erstmal kurz mit der Mutter. Geht nicht. Schade. Das hast du dir ja letztes Mal schon alles angeguckt, aber es kann ja immer sein, dass es irgendwas verändert. Bilder sind übrigens grundsätzlich hier. Fotos sind immer grau oder schwarz. Nein, die nicht. Das sind Landschaftsbilder, ja. Es ist gemalt. Hey, Papa. So, Papa, mach was los? Lukas, magst du nicht mehr? Die sind wenigstens noch konsequent. Aber Lukas ist doch verschwunden. Ist doch verschwunden. Also wieso... Ja, ich glaube, sie träumt doch einfach nur irgendwie Sachen. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wichtig. Also soll uns das sagen, sie hat jetzt so eine Art außerkörperliche Erfahrung, also im Sinne von, sie träumt. Also ich dachte jetzt, sie ist ja eingeschlafen. Ja, sie ist eingeschlafen, genau. Und dann hat sie das nachts... Okay, das ist der Chef, glaube ich, ne? Der stellvertretende Chef. Vize, also ihr Chef, ihr Vorgesetzt. Oh Gott. Und wir überfahren unsere Kollegin. Die hat geträumt. Ja. Also, vielleicht... 0 Uhr, genau. 0 Uhr. Aha. Eine Akte fehlt. Schade, dass wir die Akte fehlt die Akte. Maria nicht nochmal angucken können. Naja, und vor allem... Ah! Sorry, aber da steht ein Büffel in meinem Zimmer. Entschuldige, aber... Oh, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Ja, jetzt... Oh Gott, das war so bestimmt voll laut. Ja, das reguliere ich runter, aber... Da stand ein Büffel in unserem Hotelzimmer. Oh, das Spiel machen wir fertig. What the fuck? Das ist ja wirklich wie Twin Peaks. Das ist ja komplett irre. Wenn demnächst irgendein... Das war jetzt aber nicht ich. Wenn demnächst irgendwelche Zwerge komische Sachen sagen zu uns dann und ein Lama durchs Bild läuft, dann ist alles verloren. Okay, jetzt sind wir wieder im Büro von Mademoiselle Halperin. So, jetzt beruhigen wir uns alle mal. Also die Maria Halperin ist... Oder Ortega. Oder Ortega. Sie hat zumindest schon mal mindestens zwei Namen auf dieselbe Adresse. Und nur noch mal zur Zusammenfassung. Wir haben von dem stellvertretenden FBI-Direktor, diesem Typen mit dem Bart, der eben mit uns im Auto saß im Traum, haben wir eine Akte bekommen über unsere Kollegin, über diese Maria. Ja. Und gleichzeitig untersuchen wir aber mit ihr als unsere quasi Partnerin diesen Fall vom verschwundenen Lukas. Vielleicht sind wir von der internen Ermittlung so ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen, dass wir so intern irgendwas... Oh, immerhin klopfen wir. Da blinkt was. Wo? Hier hat gerade beim Reinkommen was geblinkt. Ach so, da ist eine Kette. Ach, die Kette hat geblinkt. Die blitzelt. Einstecken. Alles mitnehmen. Im Zweifelsfall alles mitnehmen. Mhm.
Wer ist das? Ihre Liebste? Ihre Liebste. Wer weiß. Achso. Erwischt. Schlimmer als ein Büffel. Na, wenn das da liegt, dann kann man sich das wohl angucken. Ja, die ist, irgendwie ist die so ein bisschen gestresst die ganze Zeit so. Die guckt immer so. Jetzt mache ich. Achso, ich glaube, sie will das wir sollen, nö, nö, guck mal ein bisschen. Bleib ich jetzt recht hier. Also. Vielleicht gibt es noch irgendwo eine Feder. So ganz auffällig, stelle mich jetzt hier mal so hin, guck mich um, weißt du. Lalalala. Guck mal, da unten ist was unterm Tisch. Ist nicht sehr ordentlich. Nee, aber deswegen wurde sie auch in den Keller gesteckt, weil hier stört es niemanden, weißt du? Hm. Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt, aber weil ich es will. Nicht, weil du es so willst. Ich gehe jetzt einfach. Ich wollte gehen. Ich gehe. Na, dann geh. Also das liegt aber nicht daran, dass du mich rausgeschickt. Ne? Also wir sehen uns später dann. Bis. Also falls noch was ist, die kommt sogar mit. Wir fahren zurück nach Virginia. Fahren wir jetzt jedes Mal hin und her? Na, vielleicht ist das nur 10 Kilometer entfernt. Das wirkte jetzt irgendwie so, als wären wir richtig weit rausgefahren. So. Okay, jetzt sind wir bei der Army Base, bei der also Air Force Base. Also das ist diese Höhle, glaube ich. Das ist die Höhle. Oder von dem Gemälde. Von der Zeichnung, ja. Guck mal, hier ist ein Blümlein. Einpacken. Ich glaube, das kannst du einpacken. Alles mitnehmen. Immer erstmal ausrupfen. Wer braucht denn schon Lebewesen? Kann man alles töten. So. Hä, ist doch nur eine Pflanze, ist doch kein Lebewesen. Du bist auch ein Vegetarier, der Fisch isst, weil es ja keine echten Tiere sind oder so. Ich bin Vegetarier. Nein, ich meine, also es gibt ja so Leute, die Fisch kann ich essen, das ist ja kein richtiges Tier. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum Vegetarier Fisch essen. Das ist echt ein bisschen seltsam. Das ist aus humanitären Gründen, also jetzt nicht wegen Gesundheit. Ja, also aus ethisch-moralischen Gründen. Oder ethisch. Use of deadly force authorized. Also wir dürfen da nicht rein, weil da wird man erschossen. Genau, und ist ein Military Dog Team ist da, also Hunde laufen da auch rum und schützen die Basis. Hübsch ist es. Es erinnert mich voll an Firewatch, der Grafikstil so. Hast du ja bestimmt auch gesehen. Also es ist ziemlich ähnlich, ne? Da ist ja auch diese Zäune immer mit einem bunten, schönen Wald und so. Es ist schon jetzt nicht so weit weg. Müssen wir jetzt in die Höhle rein? Da stand in der Höhle stand der Slenderman. Ne? Steht. Ich guck gar nicht. Ich guck da nicht hin. Ich schrei dann wieder, ne? Dann weißt du es. Ach, der hatte sich da was. Das ist aber nett hier. Also ich würde da wohnen. Also mal so für eine Stunde. Dann wird es mir zu langweilig ohne Internet. Aber gut. Aber das, da hat doch nicht der Junge irgendwie gewohnt. Nee, das mit Weinflaschen und so also, und Zigaretten. Ich glaube, das ist eher was anderes. Dahinter? Da die. Ja, ich wollte nur, ob sie irgendwie wieder was. Ach, das sind die Vögel. Das sind Vögel. Oh, jetzt kann man auch richtig was machen hier. Mehrere Holzplanken entfernen. Mehr geht nicht, okay. Ein roter Vogel. Was ist denn das für ein Vogel? So was habe ich noch nie gesehen. Das ist der Vogel von dem Kappa, oder? Ja, aber. Oh, der ist aber. Oh, so einen will ich auch haben. Der sieht total cool aus, aber. Und vor allem, der hüpft auf die Hand. Ja. Geh mal her. Sie isst den jetzt. Sie steckt den sich bestimmt direkt in den Mund. Oh. Au. Oh nein, nicht der Vogel. Hallo, und nicht Maria. Die arme Maria wurde erschlagen. Was ist da passiert? Wieso ist denn jetzt plötzlich stürzt die Höhle ein. Das ist schon ein bisschen verdächtig, oder? Wenn wir da drin sind. Ah, der gute Kaffee. Oh, ihr, also sie lebt noch. Aber der Vogel wahrscheinlich nicht. Was ist da hier im Hintergrund? Wo? Da trägt einer irgendwie naja, so einen Geschenkkorb rein. Na, wahrscheinlich für uns oder sie. Ja, so ein... Weil wir... Sorry. Sorry, meine Meinung. Schlürf. Ich trinke den jetzt aus, ne? Also. Nee, kannst ja nichts anderes machen. Naja, das ist ja doch recht linear, das Spiel. Psst, recht linear. Eher ein bisschen weniger open-worldig. Hi! Warum gibt sie die linke Hand? Vielleicht ist sie... Nein, sie hat den rechten, hat sie den... Kaffee. Kann man doch... Egal. Na, er hat aber auch die linke Hand. Liegt der Vogel echt hier beim Forensiker? Ist ja super. Das ist jetzt das Icon, ne, vom Spiel. Ja, naja, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Du hast das Cover gesagt. Ja, ja, na, was ich halt gesehen habe, du hast das Spiel ja nicht als Anfang. Als Disc-Version gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Der lebt noch. Wo ist denn das? Dann ist ja alles gut. Das ist doch nicht echt jetzt. Der Ultra. Der Superheldenvogel. Wer sollte denn den Vogel überhaupt auf dem Seziertisch legen? Der Typ da. Na toll. Jetzt ist er weg. Das war unser einziger Zeuge. Den hätten wir doch verhören können. Okay.
Jetzt sind wir wieder bei der Höhle. Popmusik aus der Ferne. Wer spielt denn Popmusik? Von der Air Force Base oder was? Oder aus der Stadt. Ach nee, hier steht ein... wie heißen die Dinger? Boombox auf Deutsch. Ghetto Blaster, genau. Ghetto Blaster. Ja, so ein großes Radio. Hey Leute. Gesund. Was geht ab? Aber das wusste man damals noch nicht. Das wusste man. In den 80ern, da war das ja alles. Ey. Hä? Hallo? Ach so, das sind diese Jugendlichen von vorhin. Die uns vorhin den Stinkefinger gezeigt haben. Weißt du? Ja, ja, schon klar. Oh, oh. Nö. Den Anhänger, du Schwein! Ich kill dich, du wirst festgenommen wegen Anhänger wegwerfen. Ja. Kannst du mal kurz die Tür öffnen vielleicht? Mach mal. Dankeschön. Ey, ich nehme mal hier so lange die Jungs fest. So geht's ja nun nicht. Also hier, du wirst jetzt 10 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Du wirst, kommt jetzt zur Prison Architect in das Gefängnis, was ich da gebaut habe. Oh, ein Springmesser, das ist aber nicht erlaubt. Ein Schnappmesser, das ist über 8 cm lang, das darf man nicht tragen in der Öffentlichkeit. Das ist eine Waffe, braucht man einen Waffenschein für. Ein Portemonnaie, da sind $40 drin, das ist zu viel Geld für jemanden wie dich. Das muss ich leider auch an mich nehmen, tut mir leid. Okay, jetzt sind wir in der Sheriff-Station, würde ich sagen, von dem Ort. Und das sind Beweismittel. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns die jetzt mal an. Naja, angucken tun wir uns die nicht. Oh doch, da ist was drin. Millennium Mall. Okay. Ich wüsste jetzt gerne, warum wir den jetzt so untersuchen, weil der hing da ja einfach nur rum und hat da Musik gehört mit seinem Kumpel. Also Dominion Construction. Ist ja verrückt. Was ist das? Also irgendeine Konstruktions- oder eine Baufirma. Was ist das? Briefmarke oder was? Warum macht sie das jetzt im Briefumschlag? Damit es nicht verloren geht wahrscheinlich. Aha, interessant. So, Karin scheint verschwunden. Sie wird nie wiederkommen wahrscheinlich. Vergesst sie. Sie ist nicht mehr. Nicht mehr am Leben. Oh, sie ist doch noch am Leben. Ja, der wollte dass ich ein Paket annehme, aber der kam nicht mehr. Der kam nicht mehr. Okay. Also falls du mal klingelst, kannst du vorgehen, ein Paket annehmen. Ja. Ja. So, ich habe die Beweismittel untersucht, also das Springmesser und das Portemonnaie von dem Jugendlichen, den wir eben festgenommen haben. Und im Portemonnaie, Springmesser war einfach nur ein Messer. Das Portemonnaie, da war... Ja. Mach du. Ja, nee, mach du. Ja, ich mach. Dann spiel du weiter. In dem weiß ich jetzt nicht, was drin war, aber... Da war eine Briefmarke drin. Eine Briefmarke. Ich guck mir einfach mal hier den Zettel an. Den kann ich mir gar nicht angucken. Doch jetzt. Decal Delight, was auch immer das heißt. Decal. Letter your car. So unscharf. Spaß mit Aufklebern. Gestalten Sie Ihre Kartenlooks in echten Eisenbahnerstil. Oh, das war was für mich. Ich mag Eisenbahn. Und Sonderangebot für unsere Leser, die Diesellok, bla bla bla, Versand kostenlos, $60. Voll cool. Hier ist was für Eisenbahnfans. Hier kann man Spaß mit Eisenbahn. Spaß mit Aufklebern und kann alles im Eisenbahnstil machen. Cool. Und hier kriegt man eine Diesellok für Geld. Eine Diesellok für Geld. So, im Portemonnaie war noch eine Streichholzschachtel oder sowas oder so ein kleiner Flyer von der Mall, der örtlichen. Okay. Von der Millennium Mall. Ja. Also. So, vielleicht kann ich hier rausgehen? Oder Computer? Oder was, Pupa? Na, der Computer ist doch noch an. Ach so. Oder? Vielleicht kann man da irgendwas machen. Ja, ich habe eben was gesehen, aber... Okay, dann... Aber irgendwie war hier hinten noch was? Oder war es nur... Der Schatten. Da. Die Kisten. Irgendwas. Musst du wohl dahin gehen? Vielleicht ist auch die Tür? Ein bisschen... Ach so. Ich glaube, es ist einfach immer die Richtung sozusagen. So, aber da kommst du schon raus, ne? Aber hier haben wir ja alles, denke ich, gesehen, oder? Also ich meine, da warst du schon drin. Nee, wir sind durch die Tür sozusagen. Also, ach so, also wir sind ja wieder rein teleportiert. Also es ist... Ja, mir fehlen so viele Stunden. Wir fehlen anderthalb Minuten von dem Spiel. Wir brauchen ja so lange von der Haustür bis hier. Ja, das weiß ich auch nicht. Die Postbote. So. Das ist wieder unsere Feder. Was steht denn da eigentlich?
Trachinea, Trachineta, Bicolor, also okay. Zweifarbiger. Ach hier, und hier ist die Blüme. Also hier sammeln wir die ganzen Sachen, die wir so an Sammelobjekten sammeln. So, ich werde jetzt versuchen, egal was hier in diesem Schlafzimmer passiert, nicht zu schreien. Ich verspreche es euch. Oh. Ich sage ja nicht, dass da was Schlimmes passiert. Der Büffel war ja auch nicht schlimm. Ich habe mich ja nur erschrocken. Ja, aber, oh, aber ich habe, also mich hat einerseits der Büffel erschrocken, aber vor allem du. Ja, na, ich, das ist so ja immer so. Das ist ja immer so. Ich spiele ja mit Laura, habe ich jetzt ja Layers of Fear gespielt als letztes. Layers of Fear. Ja, ich habe auch mal Angst wie vor dir. Wie ich es immer nenne. Und da hab ich mich ja auch immer nur erschrocken, wenn Laura sich erschrocken hat, weil sie ständig nur gebrüllt hat. Bei den kleinsten Sachen. Fällt irgendwo ein Zettel von der Wand und dann erschrecke ich mich sofort, weil sie so brüllt. Sie sammelt wohl Schlüssel. In dem Umschlag ist diese Briefmarke, damit sie nicht verliert, nehme ich an. So, was nur? Pennen oder was? Ja, okay. Ich bereite mich schon auf das Schlimmste vor. Auf Paranormal Activity-artige Dinge, die nachts passieren vor. Mittwoch. Okay, wir träumen nichts. Das ist schon mal gut. Oder? Oder hast du Pause gemacht? Nee. Nee. Seltsames, vibrierendes Geräusch. Da war eben bei der Nerdlust. Nee, ich höre so ein bisschen Rauschen. Aha, doch da. Das ist dieses Vibrieren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir sind wieder in Marias Büro. Mhm. Diesmal liegt hier eine Polizeimütze. Fass bloß nichts an, da guckt sie wieder so böse. Guckt sie wieder böse. Herzschlagmesser? Was? Das hatten wir vorhin schon mal auf der Bühne, als wir in Folge 1... Das ist mir alles zu mysteriös. Ob das noch aufgeklärt wird? Oder ob einfach nur zwischendurch immer so, das so klingt, als wären wir im Koma. Mhm. Auch wie bei... Oh, das sieht jetzt aber schon hammergeil aus hier. Steht ein Ofen, oder? Mhm. Ich dachte, vielleicht liegt hier wieder irgendwas. Mhm. Was wollte ich sagen? Ach, wie bei Life on Mars. Ja, genau. Das meinte ich jetzt auch so ein bisschen mit Life on Mars, das... Man da im Hintergrund immer nicht weiß, ob er jetzt im Koma liegt oder doch oder nicht. Weil man immer diese Anspielung hat. Ach, wahrscheinlich träumt sie gerade doch. Ja. Ja, wir sind ins Bett gegangen als letztes. Ja, ne? Ja. Oh. Und ich dachte, das wäre schon mit. Jede Menge Vermisste. Hier ist Lukas. Na, der ist ja überall. Da ist nochmal Lukas. Das ist alles der gleiche. Da ist nochmal Lukas. Ich glaube, das ist alles. Da ist Lukas. Das könnte auch Lukas vom Bild her. Das ist auch... Ja, okay. Ich höre auf mit dem dummen Gag. Was ist denn an der Seite von dem Ofen? Da der so An- und Ausschalter Punkte. Wahrscheinlich. Der Vogel? Oh, nicht der Vogel. Mit dem Vogel haben sie es ja. Aber der wacht bestimmt gleich wieder auf und fliegt wieder los, so wie immer. Hm. Ich glaube, der Vogel ist nicht tötbar. Ich glaube, der Vogel ist ein Symbol für irgendwas. Warum hat sie eigentlich so eine zerrissene Hand irgendwie? Ja, vielleicht hat sie irgendwie, sieht so wie Verbrennung aus, also stilisiert so. Okay, wir haben, denke ich mal, ihm jetzt hier, dem stellvertretenden FBI-Direktor, irgendwie unseren Bericht über die letzten 3 Tage gegeben. Würde ich jetzt mal von der Story her. Oder wir träumen noch. Und gleich steht wieder ein Bison. Wo kommt der Büffel her? Hä? Ja. Also, das ist doch schon passiert. Oder vielleicht jetzt, hat sie es erzählt. Jetzt erzählt sie sozusagen, was da... Oder das haben wir in den Bericht geschrieben, den er jetzt gerade liest. Und wir erinnern uns nochmal, damit wir wissen, was er gerade liest. Ja. Düstere Musik. Ist geil, wie alles so stilisiert ist. Und der Rauch sieht relativ realistisch aus, der aus der Zigarette kommt. Schon ganz witzig. Login. Ich glaube, du... Ich kenne alles. Also Passwort kennst du auch. Ja, 7 Sternchen. Antarva, Special Agent. Das sind dann wohl wir. Bitte Suchbegriff eingeben. Search Halperin. Das ist die Dame, die wir immer begleiten. Maria. More Info. Oh Gott, früher gab es wirklich einen Computer? Ja, habe ich auch noch gekannt als Kind. Oh. So, Special Agent, aktiv, Daten... Aus bisherige Akte übernommen. Hm. Also noch nichts Spannendes. Ja. Ah, Maria Ortega suchen wir jetzt auch noch. Das ist genau das. Haben wir im Auto im Handschuhfach gefunden. Mhm. Ja, es gibt da bestimmt nur einen, der Ortega hat. Oder gibt es 2 Einträge. Auch Judith. Maria, Akte, Halperin, Maria einsehen. Okay, also die wissen, dass das dieselbe Person ist. Okay. Vielleicht war sie undercover irgendwo oder so. Mhm. Akte übertragen. Oder sie hat geheiratet einfach. Also ist jetzt ja auch nicht so. Ja. Vielleicht war das irgendwie, vielleicht
ist das irgendwie ihr Partner gewesen, ihre Partnerin, ihr Partner, wie auch immer, wahrscheinlich ihr Partner, und es sah nur aus wie eine Frau in dem Dings. Ach, dann war das vielleicht dann die tot Judith Ortega, weil zu einer von den beiden gab es noch keinen Eintrag eben. Ja. So, was haben wir da? Das ist jetzt geil, das ist so eine Recherchemontage wie in einem Film, ne? So, wo sie so nacheinander im We Computer. Need a montage. Ja. Und wir machen das, wir spielen gerade eine Recherchemontage. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sowas nochmal in einem Spiel vorkommt. Das ist ja der Hammer. Auch die Musik. Musik passt auch. Die Musik ist auch so richtig. Ich finde es so geil von der Atmosphäre her gerade. Irgendwie so, wenn man, wie aktiviere ich den? Drehen, da. Ja. Oder drücken. Und drehen, oder? Da. Nee. An dem. Ja, ich dachte an dem Knopf. Ich habe nur einmal in so einem Mikrofilmgerät gesessen, es hatte auch so einen Drehknopf, um es anzumachen. Ja. In der Bibliothek. Hallo? Ah. So. Oh, ist wieder nicht. Auf der Agentin, Agentin. Dieses FBI, Auszeichnung für tolle Leistungen. Aufklärung eines Falls, genau. Junge Mutter, für weibliche Kollegin höher gelegen. Miss Ortega entwickelt sich nach unserer Einschätzung schnell zu einem Vorbild. Gesetzestreufarbige Frauen. Okay. Arbeit seiner Frau spiegelt seinen tugendhaften Einfluss wider. Direktor Hoover, der nicht anwesend war, durfte von der Arbeit der Behörde insgesamt ermutigt werden. Also der Chef, der Berühmte. Okay, also das war's. Okay. Diesmal haben wir sogar mal alles geschafft zu lesen. Also wir können sogar ranzoomen. Okay, na egal. Also die war mal verheiratet und hat ein Kind gehabt. Ja. Oder ist, oder was auch immer. Wissen wir noch nicht so genau, genau. Diese Frau Ortega verbreitet weiterhin abenteuerliche Anschuldigungen über Verschwörungen und vermeintliche Verstöße gegen ethische Richtlinien. Ich bin besorgt wegen möglicher Interpretationen ihrer fadenscheinigen Feststellungen. Sollten diese an die breite Öffentlichkeit gelangen. Unser beider Ruf und der Ruf der Behörde müssen geschützt werden. Cord ist das bewusst und ich weiß seine Kooperationsbereitschaft, diese heiklen Angelegenheit zu schätzen. Deswegen wurde sie auch in den Keller verbannt, damit sie halt so ein bisschen außer Sichtweite ist. Intern gemeinhin bekannt, dass Ortega sich zwar im Rahmen der Abteilung für angewandte Wissenschaften bewegt, aber gleichzeitig eine Vorliebe für unkonventionelle Methoden besitzt. Umstand könnte von Vorteil sein. Also sie ist praktisch diesmal Agent Cooper, weil der war doch auch immer so ein bisschen mit Medium und Psychic und so. Ja. Okay. Musikschild an. Klassifiziert. Spannende Violinmusik. An der Suspicion of Gross Misconduct, Misuse of FBI Leverage. Achso, da steht es auf Deutsch. Special in weniger als 3 Monaten das Ziel verdeckter Ermittlungen der Abteilung für innere Angelegenheiten. Das sind also wir. Okay. Angesichts der Ergebnisse dieser Ermittlungen sollte das Agent Ortega in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden. Also sie ist wirklich verdächtig so. Mhm. Wir empfehlen daher ihre umgehende Suspendierung bei ausgesetzten Gehaltszahlungen sowie die Aufhebung ihres Status als Special Agent. Okay, also die Frau ist echt am Arsch, ne? Hier oben steht es. Verdacht auf grobes Fehlverhalten. Zweckentfremdung von Eigentum des FBI, der FBI-Labors, Verstoß gegen ethische Standards, verbotene Verwendung von kontrollierten Substanzen sowie Befehlsverweigerung. Was Befehlsverweigerung. Achso, jetzt ist sie wieder weg. Ah, was hat es mit der Frau auf sich? Ja, ich auch gerne. Ja, das haben wir uns gemerkt, das ist weggefallen. Ja. Das holen wir jetzt bestimmt für sie wieder. Das holen wir bestimmt. Oder mit ihr zusammen. Vielleicht wollen wir auch. Guck mal, das ist doch die aus dem. Also ist sie das selber, oder? Nee, was? Ach, oder wir haben jetzt was gelesen über die, die in ihrer Halskette drin war. Aber warum hat sie denn. Nee, ich glaube, das war sie selber einfach. Das war ihr offizielles FBI-Foto. Aber das war doch, das Bild war von der aus der Halskette. Man kann sich auch selber in der Halskette haben. Vielleicht war das der Anhänger, den sie ihrem Mann geschenkt hatte oder so. Und als er dann gestorben ist oder sowas oder sie verlassen hat, hat sie diesen Anhänger wieder bekommen. Mhm. Das kann nur Wild Bacon. Ja, also ich wäre dafür. Also in Amerika? Bacon Stripes. So, bevor wir geht zur Wahl. Schon wieder ohne zu bezahlen. Also ja, das macht sie immer so. Das ist ihr Stil. Bevor wir zur Wahl gehen, machen wir ein Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder und klären auf, was es mit Maria Ortega / mit Maria Halperin auf sich hat. Halperin. Und auf mit sich dem Büffel. Und natürlich mit dem verschwundenen Jungen. Um den geht es ja so ein bisschen auch noch. Ja. Der Lukas. Ein bisschen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.